Hallo, hier ist wieder Rankobation Productions und heute mit der Einsendung für den Custom Contest von DK Productions 1999. Ja, mein Freund ist jetzt leider nicht da, da muss ich das Video alleine machen. Ja, aber wir haben uns halt gedacht, da es unser erster Custom Contest ist, an dem wir teilnehmen, senden wir einfach mal unser Markenzeichen ein, unser Rankobation, die Commander davon, ja. Weil wir halt einfach auch so heißen, ja, und die Customs, denken wir, sind uns ganz gut gelungen. Ja, dann fangen wir mal an mit dem ersten Custom, und zwar Commander Cold. Ja, der hat halt die helle Malung, dann diese Antenne, die mit weiß angemalt ist und darüber dann halt rot noch. Ich glaube, die heißen Mikrobinulatoren, aber ich bin mir jetzt gar nicht so genau sicher. Dann ein aus dem Internet ausgedrucktes Schulterpaldron. Ja, dann halt ein Brustpanzer. Armbemalung. Da. Ja, und dann ist da halt das Karma noch bemalt. Mit diesen roten Streifen. Ja. Und die Beine halt sind auch noch bemalt. Ja. Das war Commander Cold. Dann gehen wir rüber zu Commander Blitz. Also Blitz hat halt diesen gelben Strich auf dem Helm. Ja. Dann halt auch diesen Mikrobinulator am Kopf. Weiß angemalt und oben gelb. Dann hat er auch ein aus dem Internet ausgedrucktes Schulterpaldron. Zwei gelbe Arme. Einen Brustpanzer. Ja, dann die Beine sind auch bemalt. Und dann zeige ich euch jetzt noch das. Oh, der hat jetzt gar keinen Rucksack an. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall zeige ich, das ist halt das Karma von Blitz. Ja, das war Blitz. Und dann ist da. Oh, den hatten wir schon. Da ist dann noch Commander Havoc, der dritte im Bunde. Ja, der hat halt auch die blaue Markierung am Helm. Den Mikrobinulator, der ist oben blau. Ja, dann hat er halt auch ebenfalls aus dem Internet ausgedrucktes Schulterpaldron, ein Brustpanzer, zwei blaue Arme und halt auch die Kniebemalung. Und der ist, also er hat halt auch, er hat halt auch sein eigenes bemaltes Karma, ja. Das hat halt diese blauen Streifen da, die sind durchgehend. Ja, das ist halt, sind unsere Rankobation Commander. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat DK Productions 1999 gefallen. Und wir kriegen eine ganz gute Platzierung in dem Contest. Ja. Über Kommentare zu den Customs, Verbesserungsvorschläge könnt ihr gerne machen. Sind wir offen für. Ja, ansonsten abonniert und kommentiert. Ja. Und dann sehen wir uns bei unserem nächsten Video.